dass diese ganze Veranstaltungsbranche eben tatsächlich immer noch so unter diesem Hobby, ach ja, das ist ja nur Veranstaltung, Veranstaltung kann ja jeder, und nicht akzeptieren und oder nicht wahrhaben wollen oder nicht verstehen wollen, was es bedeutet, die Verantwortung für 50.000, 100.000 oder auch Zehntausende feiernde, eine gute Zeit haben wollende Menschen zu haben, die teilweise auch dumme Sachen tun, manchmal, die aber im Grunde einfach nur eine gute Zeit haben wollen, die aber natürlich eine Dynamik mitbringen, weil sie einfach viele Menschen sind, die einfach was anderes braucht, als eben vor einer Tür zu stehen und irgendwie einen Schlüssel umzudrehen oder nicht. Ich will das klingt immer so gemein, wenn ich das sage. Ich meine das nicht despektierlich den Menschen gegenüber, die diese anderen Aufgaben wahrnehmen. Die haben alle ihre Berechtigungen und ich ziehe meinen Hut für jeden, der alle diese Dinge tut. Aber das ändert nichts daran, dass ich sage, die Verantwortung für die Sicherheit von Menschen zu tragen, für die Lenkung von Menschen, für die Ansprache von Menschen ist einfach was anderes. Und die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Diskussion tatsächlich. Die ist total verschoben und dadurch, wie gesagt, dass sie eben auf dieses Terrorabwehr, Terrorist im 40-Tonner fokussiert, verpassen wir unendlich viele Chancen, Gutes zu tun auf einer niederschwelligen Ebene, um Dinge besser zu machen, wenn wir sie schon nicht verhindern können. Ja. Von wem müsste der Impuls kommen? Weil also du sagst ja, die Verschiebung, das ist ja das, was wir auch, glaube ich, vor Corona-Pandemie auch mit dem ein oder anderen Gerichtsurteil, ich kenne es jetzt von den Weihnachtsmärkten in Berlin hatten, wo dann die Veranstalter eben auch dagegen geklagt haben, gegen Auflagen, wo wir dann wieder bei der Wirtschaftlichkeit und bei dem Thema Geld sind. Ne? Weil die Politik, das ist so meine Wahrnehmung, korrigiere mich da gerne, doch gerne momentan auch von den öffentlichen Organen her die Verantwortung in Richtung Veranstalter schiebt und sagt, du musst dich darum kümmern. Und dann stehe ich immer da und sage mir, naja, aber mit der ganz einfachsten Frage, die mir bisher keiner beantworten konnte, auch wenn ich operativer Mitarbeiter bin bei einer Einlasskontrolle und ich taste den ab und mir wird vorneweg immer wieder gesagt, deine Aufgabe ist, ne, keine bösen Menschen in Anführungsstrichen kommen hier rein und dann taste ich plötzlich so einen Sprengstoffgürtel ab. Ja, was soll ich denn da tun? Genau. Das ist ja die Frage, muss man, glaube ich, in ganz viele Themenkomplexe, glaube ich, aufgliedern. Irgendwie, du hast ja gesagt, von wem muss der Impuls kommen? Ich würde mir immer wünschen, dass der tatsächlich von der Seite der Gefahrenabwehrbehörde kommt, aber eben auf einer realistischen Ebene, also eben nicht auf einer, wir erleben ja auf der einen Seite, du hast gerade gesagt, ne, da wird versucht eben Terrorabwehr zur Aufgabe des Veranstalters zu machen, was sie faktisch nicht ist. Auf der anderen Seite erlebe ich es aber auch immer wieder als jemand, der solche Themen dann ja auch gerne anspricht, so eine Blockadehaltung, die sagt, das geht sie nichts an. Oder das ist ja unsere Sache, was denken Sie da überhaupt nach? Und das so funktioniert, so kann es nicht funktionieren, sondern da braucht es meines Erachtens viel mehr, sich mal zusammensetzen und zu sagen, ja, das geht mich schon was an, weil ich muss es ja ausbaden, wenn es bei mir passiert, meine Leute müssen es ausbaden. Und ich vergleiche das immer mit dem, was ich eben in England sehe. Ich habe ja in England studiert, deswegen kenne ich da noch ganz viele Leute und gucke auch immer, was da passiert. Und ich finde das super. Da gibt es Online-Trainings, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, das Finden von Gegenständen, von denen man denkt, die gehören hier nicht hin. So, da kann man einfach, da gibt es ein Online, so eine Art Videogame, wo man dann so Fragen beantworten muss oder so. Es gibt Werbespots mit Testimonials, die sagen, run, hide, tell, das ist das System, das ist das, was wir von euch erwarten und so weiter. Da ist dieses Thema einfach zum Teil der normalen Sicherheitskultur gemacht worden. Und das wird einfach, ich sag mal, von ganz oben tatsächlich, das wird einfach von Seiten des Governments wird es eben gesteuert. Und da setzen eben alle, natürlich gibt es da weiterhin die Spezialeinheiten und so weiter. Also das meine ich gar nicht irgendwie, ne? dass wir jetzt alle Terrorspezialisten werden sollen. Aber da wird eben dieses Maß an persönlicher Verantwortung so sehr betont und die Leute werden emanzipiert, sich ordentlich verhalten zu können.
Es gibt Lehrfilme, es gibt Schulungssysteme, es gibt die Leute, die Kinder im Kindergarten lernen, was Run High Tell ist. Also sie lernen, sich zu verstehen, sich richtig zu verhalten irgendwie. Und das finde ich eben so wichtig, diesen Ansatz. Ne? Es geht nicht, wie gesagt, darum, dass ich Terrorabwehr betreiben will. Aber ich will meine Leute gerne emanzipieren, dass sie das Richtige tun in einer solchen Situation. Dass sie wissen, was sie melden sollen oder wie sie melden sollen, dass sie wissen, dass es okay ist, wegzulaufen und sich zu verstecken. Das geht ja jetzt so in diesen Bereich des Sicherheitsmitarbeiters. Da müssen wir vielleicht auch mal so ein bisschen falsche Vorstellungen tatsächlich eben auflösen, zu sagen, die Kräfte des privaten Sicherheits- und Ordnungsdienstes sind ganz bestimmt nicht dazu da, einen Terroristen aufzuhalten an dieser Stelle, sondern das, was diese Kräfte tun müssen in diesem Falle, ist genau das. Run, hide, tell. Sie müssen sich in Sicherheit bringen. Sie müssen gerne das noch weitergeben an dieser Stelle, dass es hier ein Problem gibt. Aber die sind nicht dazu da, dazu stehen, ihr Leben in Gefahr zu bringen, um einen Terroristen aufzuhalten. Also ich weiß nicht, wie man auf den Gedanken kommen kann, zu glauben, dass sie dazu da sind. Das ist nicht deren Aufgabe. Ja. Und wenn ich das noch ergänzen darf, und das müssen wir denen noch immer und immer wieder sagen, dass es nicht deren Aufgabe sein kann. Du hast jetzt gerade gesagt, der Wunsch oder der Impuls von den Gefahrenabwehrbehörden. Ich würde jetzt nochmal provokant nachfragen, für wie kompetent hältst du die Gefahrenabwehrbehörden? Mit zwei Beispielen vielleicht mal. Mhm. Das erste Thema ist, ich erinnere mich 2010 im Studium hatten wir schon diese große Diskussion nach Drohnenabwehr bei Veranstaltungen. Da gab es die ersten Projekte bei der Berliner Polizei. Dann hatten wir irgendwann Breitscheidplatz. Dann ist danach in Berlin ein neuer Aktionsplan gegen Terrorismus entstanden. Da war Drohnenabwehr immer noch ein Thema gewesen, weil man keine Lösung gefunden hatte. Und dann, vielleicht mal noch auf die zweite Veranstaltung zu kommen, die ich vorhin angesprochen habe, dann hatten wir die Europameisterschaft in München, Greenpeace-Absturz und ein Innenminister hat nichts Besseres zu tun, als vor der Weltpresse zu erzählen, naja, man hat den Flieger nur nicht abgeschossen, weil er ein Greenpeace-Logo drauf hatte und das hätte zu Problemen geführt. Also es sind für mich so Einzelbeispiele, wo ich sage, sicherlich ein gewisser Druck, der dort hintersteckt, vielleicht auch ein gewisser oder auch zu wenig Druck, wenn wir von der allgemeinen gesellschaftlichen Lage interessieren. Es ist ja noch nicht so viel passiert in diesem Kontext, zumindest in Deutschland nicht. Aber irgendwie Themen, die wir, wenn ich an 2010 denke, jetzt seit 12 Jahren immer noch nicht so wirklich behandelt haben. Ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen getrennt betrachten. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele, wahnsinnig gute Menschen dort. Mhm. Mit super Ideen, mit super viel Wissen, mit super viel Können. Aber ich glaube, die Strukturen sind problematisch. Die Strukturen sind problematisch und natürlich der politische Druck, der darauf lastet, ist noch viel problematischer an dieser Stelle. Es passiert ja wirklich ganz häufig, dass man eben, wenn man Leute eben kennenlernt, so von Seiten der Gefahrenabwehrbehörden, wenn man eben auch einen guten Draht entwickelt und mal tatsächlich so gut miteinander eben spricht, dass die auch sagen, naja, wenn ich selbst entscheiden könnte, würde ich das hier auch anders machen, dann würde ich es so und so und so regeln an dieser Stelle. Und dann kommt da eine sehr schlaue Idee zutage. Aber sie sind natürlich gefangen in Strukturen, die da sind, die teilweise sehr starr sind, die was mit hierarchischen Meldesystemen, die natürlich auch, klar, die haben auch ihre Notwendigkeit in bestimmten Fällen zu tun haben. Sie sind aber ganz häufig, gerade wenn es darum geht, ich sag mal, Ideen vielleicht zu generieren oder eben auch mal ein Prozedere zu durchbrechen, dann sind die natürlich auch problematisch. Ich glaube, das ist viel eher das Problem. Du hast eben die Frage nach der Kompetenz gestellt. Ich glaube, die Kompetenz an sich ist nicht das Problem, sondern die Organisationsstruktur ist das Problem. Und eben die Tatsache, dass sich, tut mir leid, wenn ich das jetzt über den Innenminister sage, dass sich jeder Hinz und Kunz offensichtlich dazu äußern darf und eine Meinung dazu bilden darf. Das gab es ja auch schon, als es vor einigen Jahren Rock am Ring, eine Unwettersituation, da war es ja auch, ich glaube, der Innenminister, der im Grunde dem allen Beteiligten irgendwie die mediale Pistole auf die Brust gesagt hat, in der er in das erste Mikro, was er gefunden hat, gesagt hat, ich verstehe nicht, wie man diese Veranstaltung unter diesen Bedingungen weiterlaufen lassen kann. So, was macht man dann irgendwie? Ja. Ne? Also
das ist, glaube ich, viel eher das Problem. Ich glaube echt nicht, dass es die Kompetenz ist. Wie gesagt, ich habe unglaublich gute Leute, schlaue Leute irgendwie mit unglaublich guten Ideen, die sie aber einfach nicht anbringen können, die einfach diese wirklich immer noch sehr 70er Jahre motivierten Strukturen. Also ich glaube, da muss einfach, meines Erachtens, muss da viel mehr passieren. Irgendwie, ne? Also na klar, braucht es irgendwie ordentliche Einsatzorganisation, darum geht es mir nicht. Aber dass manche Dinge tatsächlich immer mit, ja, bei der Polizei ist das halt so oder die Feuerwehr ist halt so eben begegnet werden. Da muss man sagen, nee, da sind wir sind jetzt in 2022 irgendwie. Ne? Da muss man einfach mal sagen, kann sein, dass das bei der Polizei oder bei der Feuerwehr eigentlich so ist, aber in dieser Situation müssen wir es anders machen. Jetzt haben wir von den ganz großen Problemen gesprochen, auch bei der Europameisterschaft zumindest kurz angedeutet. Okay. Wir haben jetzt auch so, was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist so, dass wir auch diese kleinen Probleme nicht reinbekommen. Ich denke jetzt an den Flitzer Deutschland gegen Ungarn. Ich fand das total spannend, das werde ich auch nochmal unterm Video verlinken, weil da gab es ein ganz spannendes Interview in der Münchner TZ mit dem. Also man hat dem eine Plattform geboten, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man hat das wahrscheinlich dadurch gemacht, weil hehre Ziele hatte mit der damaligen LGBTQ-Diskussion. Aber er hat einfach mal geschildert und gesagt, das war eine komplett spontane Situation. Ich bin nach vorne gegangen, es hat sich niemand für mich interessiert, es hat mich niemand aufhalten wollen. Ich bin einfach rübergeklettert, stand auf dem Feld und war dann da. Und dann denke ich mir wieder in so diesem dann doch größeren, auch was du sagtest jetzt, Resilienz und Gesamtpaket. Ja, weißt du, so diese kleinen Themen kriegen wir nicht hin und die großen sollen wir hinbekommen. Ja, aber vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, was du eben gesagt hast oder die Frage, die du eben gestellt hast, ob wir uns immer nur auf eins konzentrieren können. Also vielleicht ist es auch das, ne? Also vielleicht ist es sozusagen irgendwie, ne, wir konzentrieren uns eben auf eben das große Thema und vergessen dabei, unsere Hausaufgaben zu machen. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen der Sicherheitsdiskussion tatsächlich. Ne? Also immer wieder, wenn so ein Thema irgendwie aufploppt, sage ich mal, weil gerade irgendwas passiert ist und so weiter, dann ist es Zufahrtsschutz. Auf einmal reden alle über Zufahrtsschutz. Und vergessen faktisch, und das ist ganz häufig so, dass es ja auch noch so zwei, drei andere Dinge gibt, die man eben machen muss. Ne? Also das ist tatsächlich so ein bisschen so, wie du es eben gesagt hast. Dann kommt ein Thema in den Fokus auf einmal und die anderen Themen werden dann auf einmal so auf Nachrang gesetzt. Und das sind immer so, das sind dann in den allermeisten Fällen die Themen, die ich aber eben immer so als Hausaufgaben bezeichne, zu sagen, wenn wir es nicht schaffen, unsere Fluchtwege freizuhalten oder wenn wir es nicht schaffen, dass die Basiskräfte ihre Grundaufgabe verstehen, dann brauchen wir jetzt über manche andere Themen gar keine Gedanken zu machen tatsächlich. Und das ist einfach ein Problem, das da ist. Das versuchen wir in allen Ecken und Enden natürlich anzusprechen und zu sagen, vergesst niemals eure Hausaufgaben. Aber ja, sehen in der Realität tun wir es trotzdem noch relativ häufig. Ne? Und wir werden das auch wieder sehen, wenn es, hoffentlich dauert es noch ein bisschen, aber das nächste große Ereignis gibt, dann wird genau wieder das passieren irgendwie. Dann spricht niemand mehr über Fluchtwege oder Basiskräfte, dann sprechen alle nur noch darüber, wie man, 40 Tonner LKWs aus der Veranstaltungsfläche raushält. Und das ist einfach ein Problem. Wobei das Interessante ist ja, wenn ich dann das Finale in Wembley bei der Europameisterschaft anschaue, ne? Also das ist, wäre ja wahrscheinlich ein komplettes Lehrbuch. Eigentlich, wenn ich mir die gesamte Europameisterschaft angucke und dann in die Retrospektive gehen würde und sage, was ist gut, was ist schlecht gelaufen, auch vor allem auch schön vielleicht mit der Kombination aus Hygiene und dann doch Großveranstaltungen durchzuführen und dann siehst du am Ende, dass es vielleicht eine kleine Handvoll Leute braucht, dann frage ich mich halt wieder an dieser Stelle auch wieder vielleicht ein bisschen makaber, aber wir sehen immer und wir hören immer von riesigen Terroristen-Ausbildungscamps irgendwo im Nahen Osten oder ähnliches. Schau dir die Europameisterschaft an und du weißt eigentlich, was deine Möglichkeiten sind, oder? Ja, also über Möglichkeiten, glaube ich, müssen wir hier gar nicht irgendwie reden. Also da gibt es, das ist ja immer schon irgendwie dann, alle werden irgendwie auf den Kopf gestellt und durchsucht und dann fahren die Wips einfach mit ihrem Auto unkontrolliert in die Tiefgarage. Da muss man schon sagen, so, pff, okay, was will ich denn eigentlich erreichen?
Das Problem oder ein Problem ist, glaube ich, dass zu wenig in Schutzzielen gedacht wird. Also dass man eben nicht einfach mal formuliert, was will ich eigentlich erreichen und dem dann eben die Maßnahmen unterordnen, sondern dass man eben auch so eine Einzelmaßnahme eben fokussiert und dann sagt, ja, aber wir machen das doch. Ne? So, ich glaube, das ist ein Ding und was meines Erachtens Wembley noch gezeigt hat, ist, dass es immer ein Problem gibt, wenn andere sich in bestehende Strukturen einmischen. Mhm. So, das haben wir ja immer. Da ist also immer, wenn ja im Grunde so die großen Veranstalter dann eben kommen und sagen, wir wollen aber, dass Dinge so und so passieren und man selbst sagt, wir haben aber schon ein bestehendes System, das gut funktioniert und sich dann aber jemand durchsetzt und sagt, nein, es muss aber so laufen, wie wir das haben wollen. Du sprichst von der FIFA. Zum Beispiel, ja. Trifft aber auch auf viele andere tatsächlich zu. Ne? Und dann wird es halt immer schwierig. Ne? Dann werden halt einfach funktionierende, bestehende Systeme umgestrickt, schnell, um die Bedingungen eben der anderen, sag ich mal, der Intruder, so kann man sie, glaube ich, nennen, zu erfüllen. Und dann kommt es irgendwie dazu. Dann ist alles halbgar irgendwie. Ne? Dann funktioniert das eigene Sicherheitsmanagement nicht mehr, weil es aufgebrochen oder geändert werden musste. Und die andere Maßnahme wird eben passen, weil sie nicht passt zu dem, was da ist, funktioniert im Zweifelsfall auch nicht irgendwie. Und das ist halt immer dieses Nicht-zu-Ende-Denken ist sicherlich eins, von dem ich sagen würde, das macht mich irre. Das kann ich einfach mal so sagen. Kann ich nachvollziehen. Die Frage ist halt, müssen wir dann praktisch andere wieder mehr Kompetenz geben, mehr Bildung, mehr eine Wissensbasis? Weil also an mangelnden Ereignissen kann's ja nicht liegen. So. Ehrlicherweise ist es ja ganz häufig so, dass ich weiß gar nicht, ob es die Kompetenz ist, an der es mangelt. Ob es nicht vielleicht manchmal so eine Art Selbstbewusstsein ist oder eben auch so die Möglichkeit, einfach Nein zu sagen. Einfach zu sagen, nein, wir machen das nicht, ohne dass es sofort irgendwie Konsequenzen hat, die sagt, wir nehmen euch die Veranstaltung weg, wenn ihr das nicht so oder so macht. Also ich glaube, was es in Wirklichkeit braucht, ist der Respekt und die Anerkennung von Dingen, die irgendwo passieren, die gut sind. Also dass man eben einfach sagen kann, wir haben das ja gesehen, ich glaube, es war München das Stadion, um das es eben die Diskussion ging, ne? Zu sagen irgendwie, das sind nun mal die Hygienemaßnahmen, die wir umsetzen müssen irgendwie, ohne dass jemand kommt und sagt, ja, wenn ihr das aber nicht gewährleisten könnt, dann kann da eben kein Spiel stattfinden. Und das ist halt einfach krass. Also dieser immense Druck, dieser wirtschaftlich-politische Druck, der eben ausgeübt wird und der am Ende fast immer dafür sorgt, irgendwie, dass Sicherheit einknickt. Und da würde ich mir wünschen, da braucht es viel mehr eben Leute mit breiten Schultern, die einfach sagen, nee, echt nicht. Funktioniert ja nicht. Ich weiß, dass das blauäugig ist, weil natürlich der wirtschaftliche Druck immens ist. Ja. Ein Spiel einer Europameisterschaft zu verlieren, hat in allen Belangen immense wirtschaftliche Auswirkungen und es ist sehr leicht gesagt, hier auf dem Sessel zu sitzen und zu sagen, ja, dann müsst ihr halt nee sagen. Das ist mir natürlich vollkommen klar. Nichtsdestotrotz würde ich mir immer wünschen, dass da einfach auch mehr Gegenwehr kommt und einfach mehr sagen, nee, wir haben hier ein gutes System und es funktioniert und nee, wir haben hier eine Lösung und sie funktioniert und wir brechen sie jetzt nicht auf, nur weil jemand anderes kommt und es anders haben will. Irgendwie. Das bedeutet nicht, dass man nicht offen für neue Ideen sein soll. Aber wie gesagt, ein funktionierendes Sicherheitsmanagementsystem umzuschmeißen, nur weil irgendjemand sagt, ich brauche eine neue Branding Zone oder was auch immer, das halte ich für ein Problem. Schwierig. Ja, es ist einfach schwierig irgendwie. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, einfach so populistische Forderungen aufzustellen. Mhm. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen natürlich sehr, sehr genau gucken, was realistisch umsetzbar ist. Aber man muss es zumindest mal ansprechen. Ja. Du hast das ein oder andere Mal jetzt von der privaten Sicherheitsbranche schon mal gesprochen oder vom Sicherheits- und Ordnungsdienst. Da würde ich vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen zum Abschluss ein bisschen intensiver drauf eingehen. Vielleicht mal ganz allgemein gefragt, was ist dein Eindruck von der Branche, deine Wahrnehmung? Sie kämpft. Vielleicht ist das so der Überbegriff irgendwie. Es gibt
wahnsinnig viele gute Akteure in diesem Bereich. Das muss man einfach sagen. Es gibt wahnsinnig viele gute Akteure, die wirklich um Verbesserung kämpfen, die sich einbringen und die auch wirklich wollen, dass Dinge besser werden. Aber es gibt natürlich auch einfach Sachen, gegen die es irgendwie schwer anzukommen. Das muss man einfach sagen. Also diese immer noch währende Diskussion um das Thema Sicherheit und Ordnung ist ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Auf der einen Seite stehen wir, und ich gehöre zu denen, die ganz unbedingt sagen, es muss eine Trennung zwischen Sicherheit und Ordnung geben. Das bedeutet aber keinesfalls, und das ist mir eben auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich sage, Ordnung ist egal, das kann jeder, sondern ich sage nur, es gibt spezifische Anforderungsprofile an die jeweiligen Aufgaben. Und zu glauben, dass jemand, der eine 34a Unterrichtung gemacht hat, besser bei einer Veranstaltung arbeiten kann, nur weil er oder sie diese Unterrichtung gemacht hat, das ist halt komplett blauäugig. Also das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen gibt es ja eben diese Energie, die da reingesteckt wird, zu sagen, ähnlich wie man sagt, zum Beispiel Luftsicherheit ist ein eigener Bereich, für den man eben spezielle Ausbildung und Wissen braucht, braucht das Arbeiten bei Veranstaltungen oder der Umgang mit Menschenmengen, braucht spezielle Kenntnisse tatsächlich. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass Menschen, die Ordnungsaufgaben haben, lenken und leiten, dass die sich auch nicht einfach hinstellen können, sondern dass man denen beibringen muss, wie Lenken und Leiten funktioniert, wie eine Ansprache funktioniert, was wichtig ist, um Lenken und Leiten, Vulnerable Persons und alle diese Dinge irgendwie. Das bedeutet aber gleichermaßen auch, dass man akzeptieren muss, also 34a-Kräfte, die bei Veranstaltungen arbeiten, brauchen das auch. Die werden sich aber schön bedanken, weil die haben ja gerade schon den 34a gemacht und sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt noch lernen irgendwie? Aber ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, dass wir akzeptieren, dass das Arbeiten oder der Umgang mit Menschenmengen ein eigenständiges Feld ist in dieser Branche tatsächlich. Und das manifestiert sich natürlich tatsächlich bei Veranstaltungen. Also das ist auf der Basisebene, wir haben ja im Rahmen des DIN-SPEC 77202 irgendwie tatsächlich, versuchen wir ja eben mal zusammenzubringen und zu sagen, was muss man denn eigentlich können? Was sind denn so Grundaufgaben? Und dazu gehört eben zum Beispiel der Umgang mit, ich habe es eben gesagt, Vulnerable Persons, also ne, einfach zu sagen, wie geht man um mit Nutzer, Nutzerin von Rollstühlen und all solche Dinge und so weiter. Also da sind, wie geht man um mit Menschen in Menschenmengen, die in ihrem Verständnis großen Spaß haben, in unserer Wahrnehmung aber was sehr Gefährliches tun an dieser Stelle. Also da sind so viele Themen, über die diskutiert wird, die so weit weg sind von dem klassischen, böse Wach- und Schließausbildung. Na klar muss jeder wissen, was ein Jedermann-Recht ist. Das ist vollkommen klar. Es gibt bestimmt auch Schnittstellen, wo man sagen muss, das muss man wissen. Aber ich halte es für absolut notwendig, dass wir da einen Fokus hinsetzen und akzeptieren, dass das eben nicht einfach abgedeckt ist mit einem 34a-Schein. Und da sehen wir aber gerade so auf Behördenseiten, da gibt es ja gerade so ein paar interessante Fälle eben auch, da sehen wir einfach auf Behördenseiten ganz häufig immer noch dieses, wenn alle 34a haben, dann ist ja alles gut. Und man sagt, nee, ist es überhaupt nicht. Kein Mensch auf der Welt glaubt, dass eine 34a-Unterrichtung insbesondere für die Arbeit bei Veranstaltungen das Wissen vermittelt, was die Leute eigentlich brauchen, wenn sie da stehen. Und ich sage das ganz klar und ich weiß, dass Leute mich dafür hassen wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass Leute mich dafür blöd finden, können sie ruhig machen. Aber ich sage ganz klar, dass ich mit einer veranstaltungsgerechten Unterrichtung über 2 Tage deutlich mehr für die Sicherheit bei Veranstaltungen tun kann in Bezug auf die Qualifikation der von mir irgendwie unterrichteten Person, als das im Rahmen einer 34a 5-Tages-Unterrichtung passieren kann. Das ist einfach so. Aber da geht es natürlich auch wieder um Geld, das muss man ganz klar sagen. Ne? Da geht es um die absolute Monopolstellung in Bezug auf die Unterrichtung 34a. Und ich
verstehe schon, dass das niemand freiwillig aufgeben will, weil das ja eine niemals versiegende Geldquelle ist tatsächlich. Ne? Aber ich halte das für ein riesiges Problem, auch wieder ausgetragen auf dem Rücken unserer Veranstaltungsbesucher. Vielleicht nicht nur Monopolstellung, sondern ich stelle mir auch vor, das ist so das Argument, was ich immer wieder höre in diesem Kontext. Ne? Wenn ich, wir haben ja eine generalistische Qualifikation, nennen wir sie mal, da kann ich als, auch als Dienstleister heute den Mitarbeiter am Flughafen blenden wir mal aus, aber an der Botschaft einsetzen. Morgen ist er bei einer Veranstaltung, übermorgen beim Objektschutz. Das würde ja eine gewisse Flexibilität an dieser Stelle auch wegnehmen, weshalb ich das auch nicht nur aus den Argumenten, was du gerade gesagt hast, auch nachvollziehen kann, dass der BDSW jetzt in seinem immer noch bestehenden Vorschlag zum Sicherheitsdienstleistungskonzept einfach so eine Obergruppe von gefährdeten Tätigkeiten oder besonders gefährdeten Tätigkeiten formuliert hat, wo er die Veranstaltungsbranche wieder ein Teil von vielen darstellen soll. Ja, also ich glaube, es ist ja, glaube ich, unwidersprochen, dass es so eine gewisse Basis gibt, die für alle Tätigkeitsbereiche relevant ist. Ne? Also wie gesagt, angefangen von jeder, das Wissen um die eigenen Rechte und Pflichten und Möglichkeiten, die man hat, aber auch sowas wie soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeiten und so weiter. Das ist die Basis. Und aber ab da muss es eben spezial werden. Und jemand, der gestern an einem Flughafen gearbeitet hat, der kann nicht automatisch heute bei einer Veranstaltung arbeiten. Der kann, oder andersrum, der kann sich bestimmt irgendwie an den Notausgang bei einer Veranstaltung stellen, weil er versteht oder relativ schnell versteht, was da die Problematik ist. Aber gerade, und hier wird es ja spannend, wenn wir in die eigentlichen Ordnungsaufgaben gucken, Lenken und Leiten von Personen, macht das schon einen großen Unterschied, ob ich gestern irgendwo gearbeitet habe, wo meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass niemand durchkommt und das Blockieren ist meine Aufgabe. Und heute bin ich dazu da, Personenströme zum Gehen zu motivieren, sie dazu zu motivieren, irgendwie schnell zu gehen und so weiter. Das ist einfach was anderes tatsächlich irgendwie. Und da wünsche ich mir tatsächlich einfach irgendwie diese Anerkennung. Ich stelle ja auch niemanden hin, der jetzt irgendwie sein ganzes Arbeitsleben an der Bühnenbarrikade, sage ich mal, bisher bestritten hat und sage so, du machst jetzt die Kontrollen am Flughafen und sorgst dafür, dass in den Taschen nichts Gefährliches ist. Da akzeptiert ja auch jeder, dass das eine besondere Zusatzqualifikation ist. Also in meinem Verständnis eine gute Basis und ab da dann tatsächlich irgendwie dem Arbeitsbereich eben auch Rechnung tragend. 34a bietet diese Basis aber nicht, das muss man mal ganz klar sagen. 34a verschwendet viel Zeit mit Dingen, die ein großer Teil der Leute, zumindest die in dem Veranstaltungskontext arbeiten, im Leben nicht mehr brauchen wird. Aber nichtsdestotrotz müsste sich ja doch mit dieser Forderung, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, doch der gesamte Sicherheits- und Ordnungsdienst verändern. Wenn ich kenne von meinen Erfahrungen aus Berlin, wenn ich da überlege, da ist momentan eher so, also vielleicht außerhalb von Corona, eher Quantität statt Qualität. Ich weiß, an welcher Funktion ich Sachkundekräfte brauche, benötige. Die werden wie Gold behandelt und der Rest ist dann halt wirklich über 450 € Kräfte, Teilzeitkräfte etc. Wenn ich mir jetzt vorstellen muss, dass ich so einen Pool auch als Dienstleister dann durchschulen und qualifizieren müsste. Du hast vorhin von Kosten gesprochen, von teureren Veranstaltungen. Das würde doch auch so eine Veranstaltung noch mal teurer machen an der Stelle, oder? Na, das weiß ich gar nicht wirklich. Also ich sag mal, die 34, die Unterrichtung nach 34a gibt es ja auch nicht umsonst. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Die ist ja vergleichsweise teuer tatsächlich. Ich sag mal, wenn man das besser mal umsortieren würde und mal das ganze Geld nehmen würde, was frei werden würde durch den Druck dieser für einige gar nicht relevanten Unterrichtung, dann könnte man dieses Geld auch nehmen und Leute wirklich mit derselben Zeit und demselben Geld tatsächlich zielgerichteter ausbilden. Also das glaube ich ganz unbedingt. Das ist ja tatsächlich das Problem. Wenn ein Dienstleister sagt,
meine Behörde zwingt mich, dass überall 34a-Kräfte stehen muss. Das heißt, ich nehme erstmal das Geld in die Hand, um sie alle 34a zu unterrichten. Ich will es aber eigentlich gut machen und sage, mir reicht das natürlich nicht, weil ich weiß, die haben immer noch nichts über Veranstaltungen gelernt. Und jetzt muss ich sie nochmal unterrichten im Hinblick auf das, was eigentlich bei Veranstaltungen eben relevant ist irgendwie. Dann wird es natürlich irgendwann sehr aufwendig und dann wird es teuer. Und wenn wir dann jetzt eben über Saisonkräfte sprechen, dann wird es richtig problematisch. Also wenn ich erstmal 700 Euro in die Saisonkraft investieren muss, dann wird es nicht mehr möglich. Also dann wird es faktisch nicht mehr möglich, das tatsächlich eben auch umzusetzen irgendwie. Das ist einfach ein faktisches Problem irgendwie, dieses Festklammern an der, ich sage das nochmal, schlechten 34a-Unterrichtung irgendwie an diesem Punkt ist einfach problematisch. Jetzt hat man doch die DIN 77200 neu geschrieben mit einem ganzen Kapitel Veranstaltungssicherheit, wo es Anforderungen an auch an die Qualifikation, vor allem an Erfahrung. Das fand ich ja total spannend, dass es da jetzt auch Jahre gibt, wo in Klammern, glaube ich, keiner so genau weiß, wie er das nachweisen soll, vor allem bei diesen, auch bei Springern und bei sehr flexiblen Kräften. Aber sei es drum, du hast jetzt die DIN-Spec 77202 angesprochen. Wir haben ein 34a und dann haben wir noch irgendwie Auflagen von Behörden. Wer soll denn da noch durchblicken? Wie kriegt man das sortiert? Ja, das wiederum ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Ich meine, die 77200 war ein hübscher Anfang und dann sind da aber so ein paar Sachen drin, wo ich denke, warum macht ihr das denn? Ne? Die Fokussierung auf zugangsberechtigte Veranstaltungen, wo man denkt, was soll das denn? Zugangsberechtigte Veranstaltungen sind da überhaupt nicht unser Problem. Unser Problem ist das, was da draußen irgendwie stattfindet. Und also durchblicken ist so ein Problem, weil es ist ja inhaltlich kaum zu vermitteln. Das ist, glaube ich, das Problem. Also einfach zu sagen, also jemandem zu erklären, warum man eben Sachen muss, auch wenn man denkt, machen muss, auch wenn man denkt, sie sind in Wirklichkeit überhaupt nicht zielführend irgendwie so, das ist schon schwierig. Also so gesunder Menschenverstand, damit kommt man da irgendwie nicht mehr ran. Es ist einfach leider wirklich schlecht geregelt. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, damit mache ich jetzt mal so zum Brückenschlag zum Beginn des Gespräches, dass diese ganze Veranstaltungsbranche eben tatsächlich immer noch so unter diesem Hobby, ach ja, das ist ja nur Veranstaltung kann ja jeder. Und nicht akzeptieren und oder nicht wahrhaben wollen oder nicht verstehen wollen, was es bedeutet, die Verantwortung für 50.000, 100.000 oder auch Zehntausende feiernde, eine gute Zeit haben wollende Menschen zu haben, die teilweise auch dumme Sachen tun, manchmal, die aber im Grunde einfach nur eine gute Zeit haben wollen, die aber natürlich eine Dynamik mitbringen, weil sie einfach viele Menschen sind, die einfach was anderes braucht, als eben vor einer Tür zu stehen und irgendwie einen Schlüssel umzudrehen oder nicht. Ich will das klingt immer so gemein, wenn ich das sage. Ich meine das nicht despektierlich den Menschen gegenüber, die diese anderen Aufgaben wahrnehmen. Die haben alle ihre Berechtigungen und ich ziehe meinen Hut für jeden, der alle diese Dinge tut. Aber das ändert nichts daran, dass ich sage, die Verantwortung für die Sicherheit von Menschen zu tragen, für die Lenkung von Menschen, für die Ansprache von Menschen ist einfach was anderes und braucht einfach auch eine Vorbereitung, eine Qualifizierung, die diesem Aufgabenfeld und die dieser Anforderung Rechnung trägt irgendwie. Und das macht es einfach schwierig tatsächlich. Und deswegen kann man das tatsächlich im Moment niemandem richtig erklären. Und deswegen sind auch teilweise Diskussionen mit Ordnungsbehörden eben schwierig, ne? Wenn die eben sagen, wir geben eine Liste ab und sagen, das hier sind Sicherheitsaufgaben im Sinne des 34a. Ne? Die sind ja eigentlich kategorisiert, aber die werden dann natürlich auch interpretativ ausgeweitet. Und dann hat man eben eine Behörde, die sagt, überall, wir sehen das alles als Schutz von Leben. Alles, was ihr tut, ist Schutz von Leben. Also ist alles 34a. Und dann sagen wir, ja, okay, das mit dem Schutz von Leben, das akzeptiere ich natürlich.
Aber nur weil die Leute jetzt 34a haben, können sie das doch immer noch nicht. Also da fängt ja einfach das Problem an dieser Stelle. Mir geht es überhaupt nicht darum, Formalitäten auszuhebeln. Ich wäre ein großer Freund davon, das ordentlich zu formalisieren. Mhm. Ne? Aber das Problem ist tatsächlich, dass Formanforderungen und Inhaltsanforderungen gerade überhaupt nicht übereingehen in diesem Veranstaltungssicherheitsbereich. Ein Argument ist ja vielleicht auch, warum man dann den 34a fordert, Zuverlässigkeitsüberprüfung. Klar. Würdest du das dann anders regeln wollen oder würdest du dann wirklich sagen, die dann zukünftig dann den Part wirklich Sicherheit machen würden, die brauchen, weil sie dann in den entsprechenden Schnittstellen stehen, aber alle anderen? Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ich wünschte, du hättest das Wort nicht gesagt. Das ist ja auch, also eine Zuverlässigkeitsüberprüfung ist natürlich klar, macht Sinn, weil man sagt, na klar, wollen wir nicht als jemand, der schon mal irgendwie jemanden umbringen wollte, den wollen wir jetzt nicht irgendwie zwingend irgendwie, ne, im Bereich irgendwie des Schutzes von Menschen irgendwie da stehen haben. Aber es ist natürlich ein Stück weit auch einfach totale Augenwischerei irgendwie zu sagen, wir fokussieren eben auf die Menschen, die dann eben bei Veranstaltungen arbeiten und tun so, als wäre jemand, der eben an der Tür zur Backstage steht, gefährlicher und überprüfenswerter, sage ich mal, als jemand, der von morgens bis abends in der Backstage immer rein und rausläuft, weil es der Caterer ist. So, ne? Also dann muss man auch sagen, dann, wenn man sagt, das Schutzziel ist, und hier kommen wir jetzt wieder dahin, dass ich eben gesagt habe, wir denken viel zu wenig in Schutzzielen. Wenn man sagt, das Schutzziel ist, zu verhindern, dass Menschen mit einem schwierigen Hintergrund Zugang zu veranstaltungsrelevanten oder sicherheitsrelevanten Bereichen bei Veranstaltungen kommen, dann müssen wir das ganze System der Zuverlässigkeitsüberprüfung eben komplett ausweiten. Und dann sind sie alle dabei. Die Produktionsleute, die Caterer, und dann fängt es an. Was ist denn mit der Künstlerentourage? Die rennen halt von morgens bis abends rein, raus, gucken, was geht, gehen in alle Bereiche, in jede Backstage-Bereiche, weigern sich, ihre Pässe zu tragen, wenn es doof läuft irgendwie. Und dann sagen wir denen so, und jetzt machen wir aber eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, ob ihr das überhaupt dürft. Also bei allem Verständnis natürlich, was man eben mit einer Zuverlässigkeitsüberprüfung eben erreichen will, ist dieses Konstrukt zu sagen, wir überprüfen einen Teil der Leute, weil sie formal ein Sicherheitsdienstleister sind, stehen aber vor dem Catering-Zelt, in dem alle nicht überprüften Leute einfach immer weiter irgendwie rein und rauslaufen. Da muss man natürlich auch wieder fragen, was soll denn das? Also was genau will man damit erreichen? Ja, es ist einer weniger, den man dann vielleicht irgendwie da hat. Aber ich sag mal, wenn man sagt, man will damit verhindern, dass Leute, die Böses planen, keinen Zugang dazu bekommen, dafür ist es die vollkommen falsche. Weil wer Böses plant, der ist nicht doof genug, in einem Job anzuheuern, von dem er weiß, dass er da zuverlässigkeitsüberprüft wird. Oder beziehungsweise andersrum, wenn er eine saubere Historie hat, wäre auch das egal. Ne? Also man mit dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung wirft man ja im Grunde nur einen Blick in die Vergangenheit der Leute und sagt, okay, da war was. Das hat vergleichsweise wenig Auswirkungen. Also ja klar, ich sag mal, ich mache eine Veranstaltung irgendwie, ein Familienfest mit Kindern. Da möchte ich niemanden arbeiten haben, der eine Vergangenheit hat, mit der er zum Beispiel schon mal irgendwie Kinder belästigt hat oder so. Gar keinesfalls. Diese Leute will ich nicht in meiner Nähe haben. Aber ich weiß das bei allen anderen leider auch nicht. So, ne? Also deswegen ist dieses ganze System, und da kommen wir jetzt wieder an deine Frage eben, wem soll man das noch erklären? Wer soll das verstehen? Wir kommen hier wieder an so eine Grenze, die sagt, was erreichen wir eigentlich damit? Also eine Formalie, die viel Unruhe schafft und die auch viel aufwendig ist, umzusetzen, die
die aber das eigentliche Schutzziel im Grunde nur ankratzt. Hm. Das ist immer schwierig zu erklären, so eine Kombination. Ja. Aber wäre ja praktisch ein Plädoyer, weil ich in dem Moment auch dachte, ja, letztendlich hast du ja recht. Wenn ich einen Pförtner habe, der vom Sicherheitsdienst gestellt wird, Werkschutz oder ähnliches, habe ich ja genau letztendlich die gleiche Situation. Wäre ein Plädoyer zur Abschaffung der Zuverlässigkeitsüberprüfung oder über andere Schutzziele nachzudenken im Sinne von, wenn wir den Bedarf hier hätten, dann bitte aber alle oder gar keine. Ja, ich glaube tatsächlich so. Ich glaube, man muss es flexibler handhaben tatsächlich. Ne? Also auf der einen Seite habe ich ja gesagt, fände ich es schon gut, wenn ich weiß, dass alle Leute, die jetzt irgendwie in diesem Bereich arbeiten, irgendwie keine Historie haben der irgendwie sexuellen Belästigung oder was auch immer irgendwie. Aber genau dann, ne? Entweder ich weiß es von allen oder aber irgendwie ich muss mich fragen, was habe ich gewonnen, wenn ich es von 2 von 10 Leuten weiß, die bei meiner Veranstaltung sind. Ich würde das auch nicht unbedingt als Plädoyer für die Abschaffung sehen, aber ich würde, und so wird es ja teilweise eben auch inzwischen geregelt, es gibt natürlich inzwischen auch Auflagen, die entsprechend formuliert werden. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz, wir haben diesen neuen Paragraph 26 POG, ne, und Da gibt es natürlich einfach jetzt auch Möglichkeiten, die geschaffen werden, zu sagen, ne, wenn die Polizei das entsprechend so sieht und die Gefahrenabwehrbehörde es entsprechend eben so sieht, dann kann man eben auch das Konzept der Zuverlässigkeitsüberprüfung eben auch ausweiten. Wir brauchen dafür natürlich eine Rechtsgrundlage, das steht vollkommen außer Frage. Das darf nicht einfach so aus Lust und Laune eben passieren. Aber ich würde mir eben wünschen, dass da eben auch viel mehr ja wieder eben über Ziele nachgedacht wird, dass man einfach dann eben Ziel formuliert und sagt, wollen wir erreichen, dass keine Menschen, die Böses planen, in die Nähe unserer Bühne kommen, dann muss man immer dagegen halten und sagen, ja, dann stellen die sich halt vor die Bühne, ist auch egal, irgendwie so. Oder will man erreichen, dass keine Menschen mit einer problematischen Historie die Möglichkeit haben, wieder in die Nähe von oder sowas zu kommen? Das finde ich persönlich das viel wichtigere Ziel an dieser Stelle. Ne? Also einfach zu sagen, dass Menschen, die eine nachweisbare Historie haben von, ich sage jetzt mal irgendwas mit Kindern oder Gewalttätigkeit oder so, ja, die will ich gerne nicht bei mir haben. Aber solange das eben reduziert wird auf 2 von 10 Leuten oder auf 5 von 100 Leuten, ist das Ziel, was wir damit erreichen, einfach, kann es nicht erreicht werden. Also wird es eben nicht erreicht irgendwie. Schwierige Kiste. Ich sagte ja schon mal, ich wünschte, du hättest das Wort nicht gesagt irgendwie. Abschließend vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft nochmal geguckt. Also selbst wenn die DIN-Spec 77202 eine Norm überführt worden werden würde, ist es ja noch lange nicht Gesetzesgrundlage für die Trennung von Sicherheit und Ordnungsdienst. Die neue Bundesregierung hat sich ja das, ohne es Sicherheitsdienstleistungsgesetz zu nennen, aber hat sich ein Gesetz für die Sicherheitsbranche ja auch wieder in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Seid ihr als Branche so ein bisschen irgendwie daran beteiligt, vertreten? Also ich bin ja gar nicht die Sicherheitsbranche, sage ich mal. Sondern als Veranstaltungsbranche, sage ich mal. Veranstaltungsbranche irgendwie. Also es sind Vertreter der Sicherheitsbranche beteiligt. Ich bin mir nicht sicher, ich will nicht sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es die richtigen sind, aber nicht im ausreichenden Maße oder nicht in dem vielleicht eben der Spezifizierungs Realität der Branche Rechnung tragende Maße. Vielleicht ist das der richtige Ding. Also ich glaube, dass es wichtig wäre, dass wir ein für alle Mal akzeptieren, dass es die Veranstaltungsbranche genauso wenig gibt wie die Sicherheitsbranche an dieser Stelle. Also, ne, beziehungsweise, dass es auch, so wie es in der Veranstaltungsbranche die Spezialisierung auf Licht und Ton und Besuchersicherheit und Arbeitssicherheit gibt, dass es diese Spezialisierung, und die gibt es ja auch schon in der Sicherheitsbranche, dass aber akzeptiert wird, dass eben das Thema Umgang mit großen Menschenmengen
insbesondere getragen natürlich im Kontext von Veranstaltungen, eine eigenständige Spezifizierung braucht und auch eine eigenständige Spezialisierung braucht an dieser Stelle. Also das muss weg von diesem Kann-jeder-Hobby-Ding, sondern alle müssen verstehen, wenn 50.000 Leute davon abhängig sind, dass die 1.000 Kräfte des Sicherheits- und Ordnungsdienstes, die da sind, ihren Job gut machen, dann muss man doch mal akzeptieren, dass das wichtige Menschen sind. Und dann muss man einfach mal sagen, diese wichtigen Menschen brauchen auch den Fokus, der ihnen zusteht. Liebe Sabine, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ja, super gerne. Florian, vielen Dank.